Liebe Exzellenzen und sehr geehrte Damen und Herren, genießen Sie den Abend heute, denn der Preis wird heute zum ersten Mal verliehen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, denn die Stiftung ist noch gar nicht so alt, gerade erst gegründet worden, und schon gibt es einen Ehrenpreis der Stifterin, für den wir heute Abend hier alle zusammengekommen sind. Wir wollen damit Personen und Institutionen auszeichnen, die sich für Biodiversität einsetzen, für den Erhalt der Artenvielfalt, die das engagiert tun, kreativ, innovativ und in besonderer Weise. Es ist eben ganz wichtig, dass die Stiftung das Ziel hat, die Öffentlichkeit eben auf eine positive Art und Weise auf die Umwelt, den Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt eben aufmerksam zu machen. Bernhard Schimek war der erste Umweltaktivist. Er erkannte früh, wir müssen Lebensräume schützen. Er wäre deshalb, glaube ich, sehr glücklich gewesen, weil er in der Tat ein Pionier war, ein Pionier des Naturschutzes, ein nimmermüder Anwalt, bereits in einer Zeit, als dies nun wirklich alles andere als üblich war, der bedrohten Tierwelt. Er hat sehr früh die Bedeutung biologischer Vielfalt erkannt und er hat unermüdlich für den Schutz der Natur sich eingesetzt. Und wenn Sie bedenken, dass es auf der ganzen Welt gerade noch 800 Berggorillas gibt, ich glaube, da macht nur dieses eine Beispiel deutlich, wie groß die Bedrohung überhaupt ist. Und ich freue mich sehr, dass die KfW-Stiftung, die junge KfW-Stiftung, diesen Preis hier heute auslobt und vergibt. Damit setzen Sie ein sichtbares Zeichen für Ihren Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz. Er ist mit 50.000 Euro dotiert, wird alle zwei Jahre vergeben und heute zum ersten Mal. Ich bin überglücklich, dass ich Ihnen heute Abend diesen Preis, diesen KfW Bernhard Schimek Preis überreichen darf. Ich darf sagen, auch die Zoologische Gesellschaft, Sie haben sich verdient gemacht um das Thema Biodiversität in Deutschland, in Europa, in der Welt. Und ich denke, wir haben als KfW hier mit Ihnen einen würdigen ersten Preisträger. Recht herzlichen Dank und Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Kopfow. Wunderbar. Tausend Dank. Das ist eine wunderbare Aussage. Mehr als 60% aller Ökosysteme sind degradiert oder bereits zerstört. Jeden einzelnen Tag gehen durchschnittlich 100 Arten verloren. Und überregionale Wilderei hat nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Bestände der Arten, die betroffen sind, sondern auch auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Stabilität ganzer Regionen. Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit der ZDGF seit vielen Jahren einen bewährten und kompetenten Partner auf fast allen Kontinenten haben. Der Einsatz für die Erhaltung von Biodiversität auf der Erde, und ich sage viel lieber für die Erhaltung der Schöpfung, braucht lebensnotwendig Öffentlichkeit. Und das ist heute ein grandioser Anlass. Der Ehrenpreis, der Bernhard Schimek Preis und der KfW-Stiftung geht aber nicht nur an uns alleine. Wir nehmen ihn stellvertretend für alle Partner an. Sei es die mutigen Ranger der kongolesischen Naturschutzbehörde ICCN, die zuständigen Ministerien in Peru, die Naturschutzbehörden auf Sumatra oder zum Beispiel Tanapa. Also für all das sehr, sehr herzlichen Dank.